Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr nichts anderes, nichts geringeres als den geilsten Friedfischköder der Welt selber bauen könnt. Kostengünstig, umweltneutral, superfängig, in jeder Geschmacksrichtung, in jeder Farbe, die ihr haben wollt, ganz, ganz einfach hergestellt, zu Hause in der eigenen Küche. Ich habe ein bisschen Erfahrung damit. Und zwar ist die Basis dieses Köders Gelatine. Ich hatte mal eine Firma, hier ist sie, Fritz Germany hieß die, und wir haben Freshbaits gemacht. Freshbaits, das waren Köder aus Gelatine. Da hatten wir Raubfischköder, das waren so Fische und Krebse, die aus Gelatine gemacht wurden. Und wir hatten aber auch Friedfischköder, das waren in erster Linie ja, so kleine Gelatinekugeln, die aussahen wie Boilies. Und das Besondere an beiden Ködern war, dass sie eben 100% umweltneutral sind. Sie sind aus Gelatine, das ist ein Protein. Und dass man sie eben aromatisieren konnte. Und zwar mit allen Aromen, die ihr euch vorstellen könnt. Das kann Lachsöle sein, das ja, können Maisaromen sein, Wurmaromen, Skopex, Knoblauch, Käse, was auch immer ihr meint, was für den Fisch gerade das Beste ist, das kommt da rein. Außerdem konnte man noch, wenn man das möchte, kleine Partikel mit einrühren. Dann hatte man noch so eine crispy Oberfläche. Wenn die Gelatine dann ins Wasser kommt, dann löst sie sich ganz langsam auf, gibt die Geruchsstoffe frei und bekommt so eine ganz glitschige, glatte Oberfläche. Das hat den riesen Vorteil, dass die Fische das so als ganz natürlich empfinden und den Köder wirklich einsaugen und lange im Mund behalten. Fritz Germany ist leider nicht so gut gelaufen, weil das ist, also die Älteren, die ganz Alten unter euch werden sich vielleicht erinnern, das ist jetzt 15 Jahre schon her oder über 15 Jahre her, dass wir das gemacht haben. Und damals war einfach das Interesse an umweltfreundlichen Ködern nicht da. Außerdem musste man die Köder selber machen. Vielleicht war das auch dem einen oder anderen zu schwierig, aber da ist die Idee eben entstanden, dass man im Grunde das Plastik durch Gelatine ersetzt. Wir hatten, wie gesagt, damals Raubfischköder und Friedfischköder. Heute gibt es Captain Greenfin aus der Schweiz, die behaupten, sie hätten es erfunden, haben sie es nicht, wir haben es vor 15 Jahren erfunden, aber die sind auf den Zug aufgesprungen, machen das weiter und machen das sehr gut. Also wer an Ökoködern interessiert ist, der schaut mal bei Captain Greenfin bitte auf der Homepage nach. Aber wer einen Friedfischköder bauen möchte, der baut sich den bitte selbst. Wie das funktioniert, da nehme ich euch jetzt mal mit in meine Werkstatt und dann schaut ihr euch das an und dann können wir innerhalb von 3-4 Minuten die geilsten Friedfischköder der Welt selber basteln. Wie es funktioniert, kommt mit. So, ihr Lieben, da sind wir auch schon in meiner Werkstatt beziehungsweise in der Küche. Das ist ja das Geniale an dem Köder. Der ist 100% umweltfreundlich. Das heißt, alles, was benutzt wird, ist komplett biologisch abbaubar und kann natürlich auch in der Küche hergestellt werden. Das heißt, da gibt es keine Farbstoffe oder Gifte oder Phthalate oder sowas wie bei Plastikködern. Es ist alles ganz natürlich. Die einzigen Zutaten, die wir brauchen, die schauen wir uns jetzt mal schnell an. So, die erste Zutat, die wir brauchen, das ist hier Gelatine. Ich habe jetzt hier Gelatinepulver genommen. Das ist aber ganz egal, ob ihr Gelatinepulver oder ob ihr Blattgelatine nehmt, je nachdem, wo ihr leichter dran kommt. Ja, dann brauchen wir heißes Wasser. So, und hier ist es wichtig, dass ihr das Wasser aufkochen lasst, dann aber ausschaltet und ein paar Sekunden abkühlen lasst, weil das Wasser darf, wenn es in die Gelatine kommt, nicht kochen. Das ist ganz wichtig, weil sonst die Gelatinestrukturen kaputt gehen und das Ganze dann eben nicht mehr geliert, also nicht mehr hart wird. Deswegen einmal kurz aufkochen, ausschalten und abkühlen lassen. So, wenn es abgekühlt ist, so zwischen 90 und 95 Grad, das ist eigentlich das Beste, die beste Temperatur. Dann eingießen und zwar nicht viel. Das ist das Besondere. Ihr macht bitte eine sehr dicke Mischung. Das heißt, ihr nehmt viel weniger Wasser oder viel mehr Gelatine als vorgeschrieben. Ich mache hier, wenn ich so Pulvergelatine habe, mache ich immer, fange ich an mit einem Verhältnis von 1 zu 1. Also meinetwegen hier 50 Milliliter Gelatine und 50 Milliliter Wasser. Und dann gucke ich, ob die sich auflöst. Die muss sich komplett aufgelöst haben.
Es ist wichtig, dass das, wie gesagt, eine möglichst dicke Gelatine ist. So, jetzt haben wir eine Gelatine-Mischung. Gelatine ist übrigens 100% Protein, also an sich schon mal ein super, super Fischköder für Friedfische, für Karpfen. Die stehen auf Proteine. Das heißt, dafür passt das schon mal super. Und jetzt kommen die ganzen schönen Sachen dazu. Ich möchte das Ganze färben. Und zwar möchte ich eine giftgrüne Geschichte haben, einen giftgrünen Köder haben. Dazu habe ich hier so Lebensmittelfarben. Einfach aus dem Supermarkt. Grün, da ist es schon. So, und das kommt jetzt hier rein. So ein bisschen nach Herzenslust, also je nachdem, wie grün das eben upsa werden soll. Eigentlich kann man recht sparsam mit den Farben arbeiten, da die ziemlich intensiv sind. So, jetzt haben wir schon mal einen grünen Proteinköder. Aber da fehlt natürlich noch Geruch und Geschmack. Und jetzt kommt es eben drauf an. Jetzt könnt ihr hier fertige Geschmacks- oder Geruchsstoffe einfügen. Ihr könnt, wenn ihr was Fischiges haben wollt, zum Beispiel hier Lachsöl nehmen, das damit reinmischen. Ihr könnt sämtliche Haushaltsgewürze mit reinmischen. Alles, was ihr möchtet. Ich möchte, weil ich es benutzen möchte, auf meinem Boot und da keinen Gestank haben möchte, hier Buttervanille reinmachen. Das Fachleute nennen das auch Scopex. Und das riecht wirklich traumhaft schön. Und dann nicht geizen, sondern ordentlich rein damit. So, ganze Dose hinein. Boah, das riecht schon geil. Das riecht schon richtig geil. So, und jetzt gut umrühren, dass man so eine homogene Masse, homogene Mischung bekommt. Übrigens, ihr könntet jetzt auch Partikel hier mit reinmachen. Ne? Das wird auch gehen. Also, das ist dann auch nochmal genial. Entweder einfach nur so Sesam-Zeugs oder eben ja, so Fertigpartikelmixe. Kann da alles mitmachen. So, und jetzt muss das Ganze ja irgendwie haltbar gemacht werden, dass die Gelatine hinterher am Köder hält, beziehungsweise am Haken hält und dass das Ganze nicht vom Haken abfällt. Und dafür nehme ich einfach hier einen Wollfaden. So, den Wollfaden mit hineintauchen und den jetzt wirklich gut hier reintunken und reintauchen, so dass der sich richtig, richtig vollsaugt. Na, auch hier mal so drücken, dass der ganz vollgesogen ist mit der Gelatine. So. Wenn ihr das habt, dann versuchen, das Ganze hier wieder rauszufischen. Übrigens, wenn euch das zu hart wird, weil ihr zu langsam wart oder die Temperatur außen ist doch zu kalt, wenn das jetzt anfängt zu gelieren, einfach kurz in die Mikrowelle und da könnt ihr das Ganze dann wieder warm und flüssig machen. Das ist also überhaupt kein Problem. So, jetzt ist das hier eine ziemliche Sauerei geworden, weil der sich verknotet hat. Da war ich wohl zu rabiat. Das darf natürlich nicht sein. Ja, aber sieht gut aus. So, und das Ganze hänge ich jetzt zum Trocknen irgendwo auf. Am besten an eine Vorrichtung, die ihr euch vorher gebastelt habt. So, ein Stück roten Faden, solange die Gelatine noch flüssig ist. Rein damit. Ich behalte das Ende mal hier in der Hand, dass sich das nicht wieder so verknüschelt. Und auch der muss sich komplett voll mit der Gelatine ziehen. Rein damit. So, komm schon. So seitlich drücken, dass die Fäden ganz voll werden. Übrigens, das Geniale, ich zeige euch das gleich, an dieser Gelatine ist, wenn man da keinen Zucker reinmischt, dass die sich super wieder lösen lässt von allen Oberflächen und dass die, wenn die hart geworden ist, überhaupt nicht mehr klebt, also gar nicht klebrig ist. Das Klebrige bei Gelatine, das kommt immer nur durch den Zucker
Und da wir hier keinen Zucker drin haben, klebt die auch nicht. So, jetzt einmal rausholen. Wunderschön. Zack. Und ebenfalls zum Trocknen aufhängen. Das Trocknen geht übrigens sehr schnell. Also das ist nicht wie normale Gelatine, die jetzt tagelang irgendwo trocknen muss, sondern ich zeige euch das hier mal. Ich habe das hier so hingehängt. Ich habe hier eine geniale Apparatur gebaut. Und das Ganze ist in 10 Minuten erkaltet und dann auch direkt gebrauchsfertig. Ich zeige euch die gleich, wenn sie fertig sind. So, die Fäden sind fertig geworden. Ich kann sie jetzt hier anfassen und abnehmen. Und wie gesagt, die kleben überhaupt nicht mehr. Das sind jetzt, weil kein Zucker drin ist, klebt das nicht. Egal, grün oder rot. Ja, und die kann ich natürlich jetzt hervorragend auf einen Haken aufziehen und damit dann eben meine Fische fangen. Das Besondere hier ist, da sieht man es schön, wie die unglitscht sind, dass die sich jetzt im Wasser ganz langsam auflösen, das Aroma freigeben und so eine ganz glitschige Oberfläche unter Wasser bekommen. Also für die Fische was ganz Natürliches und Normales. Und das ist eigentlich das Geniale. Wenn euch die Fäden jetzt hier zu dünn sind, weil ihr sagt, na, ich will Karpfen angeln oder so, ja, dann nehmt ihr einfach dickere Wollfäden oder nehmt den Faden hier 3 oder 4 Mal, macht so ein Geflecht draus, funktioniert auch. Der Faden ist halt wichtig, damit der Köder am Haken hält. Die reine Gelatine, die würde sofort ausschwitzen, wenn da der erste Kleinfisch dran nuckelt. Ja, noch was ich euch zeigen möchte. Hier habe ich ein bisschen gekleckert. Und jetzt schaut mal, normale Gelatine würde kleben wie Hulle. Und das hier geht einfach so ab. Also das ist wirklich genial. Das liegt daran, dass da eben, hier auch, liegt daran, dass da eben kein Zucker drin ist. Deswegen kann man das so abziehen, ohne dass das irgendwie klebt. Und das hier ist natürlich zum Anfüttern auch genial geeignet. So, das Material, was übrig ist, das schmeißt ihr bitte nicht weg, sondern das verwahrt ihr. Im Kühlschrank hält es sich wochenlang, eingefroren hält es sich jahrelang und dann einfach wieder in die Mikrowelle erhitzen, aufpassen, dass ihr es nicht kocht, sondern nur erhitzen, dann die nächsten Fäden rein und dann könnt ihr euch immer wieder daraus Köder basteln. Ja, da bin ich zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und glaubt mir, dieser Köder fängt und fängt und fängt. Wir haben mit den Kugeln, die wir gemacht haben, Karpfen gefangen. Und das Besondere ist, ihr müsst nicht wie bei Boilies das Ganze kochen. Das heißt, die Aromen werden nicht zerkocht, die bleiben erhalten. Deswegen braucht ihr auch nicht so starke und so viele Aromen, weil die einfach erhalten bleiben. Und das ist wirklich das Geniale. Was ich vergessen habe zu sagen, es macht Sinn, wenn ihr fertig seid, dass ihr das Ganze dann luftdicht verschließt. Luftdicht einpackt, entweder hier in so eine Tüte oder vielleicht habt ihr so eine Lock- und Lock-Dose oder Tupperdose, dann kommt das da rein. An der Luft, also so jetzt bei normaler Raumtemperatur halten die sich über Wochen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie ihr die angefasst habt, ob ihr da vielleicht die irgendwie kontaminiert habt, dann entsteht da manchmal ein bisschen Schimmel. Tut aber der Fängigkeit keinen Abbruch, also könnt ihr trotzdem weiter benutzen. Wenn ihr die in den Kühlschrank legt, ganz viele Wochen halten die dann und ihr könnt die natürlich auch einfrieren, dann halten sie nahezu ewig. Ja, und wie das Ganze an den Haken gemacht wird und ob es wirklich fängt und ob es hält, wie es funktioniert, das zeige ich euch dann draußen am Wasser. Kommt mit. Hallo ihr Lieben, da bin ich im Boot. Und zwar, der Kanal hier heißt ja Fish and Ships. Ships mit, nicht mit CH, sondern mit SH, wie Schiffe. Und es sind nicht Schiffe, sondern es ist ein Schiff. Es ist die Jonathan, auf der bin ich gerade. Das ist eine Dualholm 27, ein alter Fischkutter. Und der ist hier so ein bisschen spartanisch eingerichtet. Das soll über die Saison noch schöner werden. Ja, und damit tuckere ich eben durch die Gegend und gehe angeln. Und das Erste, was ich jetzt damit mache, ist, ich habe sie dabei, die Köder auszuprobieren. Und um das zu machen, um das vernünftig zu machen, brauche ich natürlich eine Stipproute. Und da, schaut mal, habe ich was gemacht, wo es ja man sich immer streiten kann, ob man es machen soll oder nicht.
Ich habe jetzt mal bei Temu zugeschlagen und mir hier so ein 3,60 Meter kurzes Stöckchen geholt. Ja, sieht eigentlich, also ist ganz leicht, sieht aus wie, wie ein Regenschirm. Ist Kohlefaseroptik. Ob es auch Kohlefaser ist, keine Ahnung. Für den Preis, ihr habt es jetzt gerade selbst gesehen, ist das eigentlich erstaunlich. Ja, vorne dran so ein Möppel hier, so ein Stopfen. Und dann kommt die Rute. Und das Besondere an diesen Routen oder an vielen neuen Stipprouten ist ja, dass die hier vorne keinen Ring mehr haben oder keine Öse, sondern hier so ein Band. Und dazu muss man jetzt natürlich erstmal seine Montage, ist übrigens auch eine fertig gekaufte Fertigmontage. Ich bin kein Stipper, ich probiere es erstmal aus, so wie das so funktioniert. Die muss man hier dran kriegen. Und da gibt's einen ganz einfachen Trick. Der erste Punkt ist, wir machen hier vorne einen Knoten hinein. So, der soll verhindern, dass unsere Angelschnur dann da abrutscht. Ist so ein ganz normaler, klassischer Hausfrauenknoten. Dann nehmen wir unsere Angelschnur, das obere Ende. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Und machen jetzt zwei Knoten rein. Ein Knoten unten. Ganz normaler Knoten, nichts Besonderes. So, den ziehen wir schön fest. Und dann legen wir eine Schlaufe und machen hier quasi noch einen Knoten rein. So. So, dass wir quasi das kürzere Ende jetzt hier am längeren Ende zuknoten. So, und jetzt haben wir hier eine Schlaufe und die Schlaufe zieht sich prima zu. Und diese Schlaufe, die nehmen wir jetzt und legen die hier über die Spitze. Dann zieht sich das Ganze zu. Komm schon, so. Jetzt ein bisschen halten und ziehen. So, und jetzt sind die beiden Knoten ineinander gerutscht. Da, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Die sind auf jeden Fall jetzt wunderbar ineinander gerutscht und halten jetzt Bombe. Das heißt also, hier fällt jetzt nichts mehr ab. Das ist fest. Der Nachteil von dieser Montage, wenn ich den wieder abhaben will, muss ich es abschneiden. Das heißt, da muss ich hier ein Stückchen Schnur abschneiden. Die verliere ich dann natürlich beim nächsten Mal. Aber so hält das erstmal und das ist jetzt hier bombenfest verankert. Ja, meine Montage an sich ist völlig unspektakulär. Ich zeige euch das mal. Und unten dran ein kleiner Haken, Bleischrote und dann eben der Haken. Ja, da ist jetzt hier sogar was groß, dieser Haken. Ich würde schätzen, das ist ein 14er Haken, sowas um den Dreh. Nee, größer ist der. Der ist größer. Aber kein Problem. Wir probieren das Ganze aus. Und jetzt kommt eben der spannende Moment, wo ich auf diesen Haken unseren genialen Köder aufziehe. Und ja, ich fange, glaube ich, mal an hier mit der roten Schnur. Pack die aus. Und schneide mir hier ein Stückchen ab. Ich suche mir jetzt mal ein Stück aus für euch, wo viel Gelatine dran ist. Zack. So, etwas größer als eine Made mache ich das immer. So. Riecht übrigens sehr gut. Ist ja noch dieser Scopex-Geruch. So. Und jetzt aufziehen. Wir haben in der Mitte den Faden. Den Faden. Und den Haken. Und jetzt ziehe ich den Haken hier durch den Faden. Das ist wichtig, damit das Ganze eben am Haken hängen bleibt. So, dann wird das hier so ein bisschen rübergezogen. Und dann, na, da bin ich nicht in der Schnur. So, bin ich in der Schnur. Und im Finger. Zack,
Jetzt kommt die Hakenspitze hier wieder raus. Und das war's schon. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Und das Besondere ist eben, dass hier jetzt die Fische dran zubbeln können, ohne dass sie den Köder vom Haken abbekommen. Die Gelatine, die hier drum ist, die löst sich jetzt ganz langsam auf, gibt diesen Geruch frei und dann hoffe ich, dass irgendwas beißt. Ihr seid natürlich dabei. Auf geht's. So, jetzt sind wir draußen. Kommt hier ein bisschen Wasser rein. Und anfüttern. Ah, das sinkt schön schnell ab, das Futter. Sehr gut. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, mehr ist mehr in dem Fall. So. Und jetzt noch die Pose dahin natürlich, wo wir gefüttert haben. Und dann mal warten, was passiert und ob was passiert. Was ihr gerade gesehen habt, waren die letzten Aufnahmen meiner Kamera. So ist das eben, wenn man auf dem Boot filmt und kein richtiges Stativ dabei hat und die Kamera irgendwie so an die Reling fummelt, dass sie hält, beziehungsweise dann nicht hält. Ich bin dran gestoßen, ist reingefallen, konnte sie rausholen, zum Glück den Chip retten, aber die Kamera leider nicht. Daher gibt's jetzt leider keine Fische, aber ich verspreche euch, es gibt den zweiten Teil, Stipp, Stipp, Hurra 2. Ich werde in 2 Wochen mit dem Boot das Boot überführen und ein bisschen rumtuckern und jeden Abend stippen wie ein Weltmeister. Und dann verspreche ich euch ganz viele Fische und ganz viele tolle Momente auf dem Boot. Kann wie gesagt noch 2 Wochen dauern, bis das alles dann fertig geschnitten ist, aber dann sehen wir uns wieder mit ganz vielen Fischen. Bis dahin habt ihr Zeit, den geilsten Köder der Welt nachzubauen. Ich wünsche euch viel Spaß und viele dicke Brassen, Karpfen, Rotaugen, was auch immer ihr stippen möchtet. Ciao!